denn ich weiß, dass mein Ehrgeiz, mein Talent bei weitem übertraf. Einen wunderschönen guten Tag. Zu Beginn einfach nochmal kurz Übersicht, wie weit waren wir im ersten Video. Hier seht ihr unten war noch alles voll. War noch sehr, sehr viel Arbeit. Hier war auch noch alles voll gewesen. War noch sehr viel abzubauen. Das wollten wir ja alles wegbekommen. Wiese hinmachen. Da habe ich jetzt schon ein bisschen vorgearbeitet. Das wollte ich euch jetzt nicht antun. Da können wir ja mal gleich ins Spiel reingehen. Und starten hier einfach mal direkt in unsere Einspieler-Überlebensmodus-Welt. Schauen wir mal kurz rein. Wie sieht es denn aktuell aus? Gehen wir einen Moment zum Laden. Kurz vor Weihnachtszeit. Man sieht, da hinten ist alles weg. Was sehr gut ist. Zack, laufen wir mal hinter. Schon ein bisschen vorgearbeitet. Heißt, alles weg hier. Brauchen wir ja alles nicht. Und was ich auch dabei habe, ist ein Bett. Weil ich festgestellt habe, im ersten Video, sobald es dunkel wird, da sieht man im Video nicht mehr viel, wo man hier noch relativ viel sieht. Ich habe mir überlegt, ich mache das nicht mehr, wie erst beim ersten Video angesagt. Da wollte ich ja hier ein großes Lager hinbauen auf der Seite. Hier. Mir ist eine viel bessere Idee gekommen. Ich möchte das Lager da rein haben. So ein bisschen versteckt, als kleinen Geheimgang auf diese Seite. Das hier kommt dann noch weg. Später dann, jetzt nicht. Hier möchte ich es rein haben, sodass man von der Seite vielleicht einen geheimen Eingang später baut. Und von oben aus der Villa auch da reinkommt. Das wäre ganz nett. Müssen wir uns noch irgendwas bauen, müssen uns das einfallen lassen. Wie kommen wir da am besten? Wir gehen erstmal da rein. Würde ich sagen, circa hier so. Den sehen wir gleich kommen hier, den mache ich gleich platt. Irgendwo relativ mittig, würde ich sagen, gehen wir da rein. Ja, komm. Du auch noch. Oh, jetzt ist auch noch mein Schwert kaputt gegangen, super. Zack, kurz ein bisschen Zeit ausholen. Okay, und weg mit dir. Würde ich sagen, gehen wir mittig rein, circa hier. Und bauen uns da einen Eingang rein. Machen wir erstmal nur so. Ist natürlich wichtig zu wissen, wie weit können wir da überhaupt rein. Und Ender, den wollen wir nicht. Relativ weit, dass das ein riesengroßes Lager werden könnte. Kommt nochmal einer, den müssen wir nochmal so kurz schnappen hier. Oder auch nicht. Ich würde sagen, relativ weit. Wäre eigentlich gut zu wissen, wie weit wir da können. Komm, wir nehmen den mal kurz mit hier. Komm mal her. Na, das mögen die nicht so hier mit dem Tageslicht. Das mögen die gar nicht. Komm, wir nehmen mal kurz ein paar Gegner mit, dann können wir gleich auszählen. Oh, das war nicht so lustig. Das machen wir gleich wieder zu. Der wollte da runter? Na gut, dann wollte er da runter. Eine kleine Höhle noch da unten, ja. Gut, dann machen wir den auch noch weg hier. Er möchte auch da runter. Sehr gern. Da unten sind wir ganz gut aufgehoben. Kommt noch so einer. Dann nehmen wir den mal kurz mit hier. Ich glaube noch ein Schlag, ja. Und jetzt können wir in Ruhe auszählen hier. Wie weit können wir denn hier rein? Das ist der Mauerstein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bei 13 wäre Schluss, also 12. Dann bauen wir mal da rein. Wie viel haben wir jetzt schon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das wird so die Tiefe sein. Und nach rechts, links und links natürlich auch noch. Die Idee wäre es dann am Ende, das Ganze mit diesem Holz hier auszustatten. Dieses Holz dann so aufgearbeitet, dass es so aussieht, extra mit Altbau. Ich glaube, das sieht am Ende ganz gut aus. Und dann holen wir die ganzen Kisten, die ja da oben drin gestapelt sind, hier runter. Da brauchen wir nicht mal so weit gehen. Wie weit gehen wir hier rein? Ich würde sagen, nicht zu wenig, dass wir viel Platz haben.
dann natürlich noch nach oben, noch weiter. Vielleicht auch noch nach unten ein Stück. Muss überlegen. Auf jeden Fall erstmal alles weg hier. Genau. Alles weg hier. Dauert natürlich ein bisschen. Mit einer Diamantspitzhacke würde das natürlich schneller gehen oder noch verzaubert. Aber so weit sind wir noch nicht hier. Obwohl man ja da unten sieht, 32 Punkte. Wir machen ja mal eine Fackel, weil ich glaube, im Video wird es dunkler sein, wenn man was sieht. 32, wie auch immer, grüne Steine schon eingesammelt. Müssen wir sicherlich noch eine Bibliothek bauen. Ich weiß noch nicht, wie das funktioniert. Muss ich mich nochmal eingoogeln. Bei Minecraft Wiki kann man sowas, glaube ich, rauslesen. Damit wir unsere Spitzhacken später verzaubern können. Vielleicht lohnt sich das auch schon mal. Weil ich habe gesehen, wenn man stirbt, da gehen da relativ viele Punkte wieder verloren. Wäre nicht schlecht, wäre nicht verkehrt, wenn wir da mal anfangen würden damit. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, jetzt waren wir zu weit. Steine wieder dahin. Zack. Das lassen wir jetzt. Okay, gehen wir da in die Richtung auch gleich noch ein Stück. Auch nochmal drei. Ein bisschen Platz müssen wir ja lassen, weil ich plane, das so ein bisschen im Holz-Holz-Kisten dazwischen. Holz-Holz, so die Kisten in den Raum rein. So, mal gucken, ob das funktioniert. Das erstmal alles weg hier. Weg, 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 weg. Sieht man hier genug? Ich hoffe. Müsste man mal Diamantfarben gehen für die Spitzhacken. Bis jetzt weiß ich aber noch nicht, wo man Diamant findet. Im Nether oder ganz unten. In der tiefen Ebene. Eins von beiden, glaube ich. Gold müssten wir schon haben, aber Diamant noch nicht. Alles weg hier. Überlegen, wie wir das machen hier. War das vielleicht mit Zwischenebenen aus Glas oder sowas machen? In mehreren Etagen, vielleicht eine Etage nur Steine. Nächste Etage nur Holz. Müssen wir mal überlegen, wie wir das tun hier, wie wir das hier angehen. Wie weit können wir denn nach innen gehen? Sollen wir mal gucken gehen? Mal auszählen. Wir sind jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das heißt, wir können 8 reingehen. Jetzt sind wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ist das schon die Wand hier? Ja, das ist sie schon. Eins verzählt. Zack, machen wir schnell wieder zu. Genau. Damit wir was sehen im Video nachher. Noch ein bisschen Licht hier. Ich denke, das wird ganz gut werden hier. Zack, weg damit. Aber da müssen wir sicherlich noch ein bisschen Holzfarmen gehen. Ich weiß nicht, ob das hier reichen wird. Werden wir sehen. Wie machen wir denn den Boden? Das ist natürlich auch noch so eine Frage. Den Boden. Am besten mit Holzbrettern. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Aber wir können schon gar nichts mehr aufnehmen hier. Dann machen wir was Unsinniges weg, wie das hier. Ich weiß gar nicht, wozu man das braucht. Ich glaube, das ist von den Spinnen. Aber wir machen erstmal ein bisschen Platz hier. Zack, zack, zack. Wie machen wir das am besten? Hier so an die Wand oder da? Am besten hier rechts und links. Hier wäre erstmal Platz, 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 Platz. Machen wir das hier weg. Der Schippe geht das ein bisschen schneller. Das war zu viel.
machen, dann wissen wir ja schon, dass wir durch sind. Oh, das war die falsche. Ich wollte eigentlich das hier. So. Die noch weg. Die weg. Spitzhacke. Neue. So. Okay. Die Seite wäre durch. Zur anderen Seite machen wir später. Jetzt ist der Plan. Wie machen wir das am besten? Kisten. Kisten brauchen wir auf jeden Fall. Kisten. Von drüben welche, die wir schon fertig haben. Stellen wir erstmal das Bett hier hin. Dann können wir hier schlafen, dann ist es direkt wieder hell. Hier steht das bestimmt super. Schlafen wir kurz. Dann ist es direkt wieder hell. Sehen wir mehr. So. Da holen wir mal ein, zwei Kisten rüber. Würde ich vorschlagen. Möchte hier nicht weiterleben, er brennt. Vielleicht können wir ihm hier weiterhelfen. Ja, er möchte sich nicht helfen lassen. Gehen wir mal nach oben zu den Kisten. Hopp, 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 hopp. Moment. Moment, Moment, Moment. Wo bin ich? Da. Kurz was machen. Was einstellen. Und weiter. Zack. Ab nach oben. Auf der anderen Seite, wo jetzt mal das Lager geplant ist, vielleicht kann man da ja noch anderweitig weitermachen mit zum Beispiel, wie hier schon der Ansatz ist, das ist ja schon so gewesen, einen riesengroßen Wald, wo man Bäumchen farmen kann, Holz farmen kann. Macht vielleicht Sinn auf der Seite. Wundert euch nicht über den Krach, hier wird gerade was eingepackt. Alles gut, das geht schon. Aber erstmal ein bisschen Platz schaffen hier. Ein wenig Platz schaffen. Moment, ich mache ganz kurz Pause, bis der Krach durch ist. So, jetzt ist es ein wenig ruhiger hier. Nehmen wir schon mal eine Kiste mit oder zwei Kisten. Haben wir hier was leer? Das wäre fast leer. Hier oben wäre auch fast leer. Ah, da müssen wir ein bisschen umstapeln. Bringt alles nichts. Ein Desit weg. Steine müssen wir hier mit reinhauen. Haben wir viel zu viele, weiß ich. Dann die. Ja, alles voll. Ah, können wir die erstmal lagern? Lagern wir die hier mit rein. So, dann machen wir die Bögen. Solche Sachen. Eins fehlt noch. Machen wir erstmal die oben mit rein. Zack, zack. Ah, ne, die nicht. Benutzen wir. Zack, zack. Und den. Diese, damit wollte ich ja gleich noch eine Spitzhacke herstellen. Einmal Stein zurück. Zack. Zack, zack. Machen wir kurz eine Spitzhacke oder auch zwei, drei mehr. Wäre das auch erledigt. Die nehmen wir mit. Holz da wieder rein. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Die Kiste wollten wir leer machen, die hier. Genau. Dann können wir nämlich die Kiste hier abbauen. Oder? Ja, eigentlich schon. Zack. Oh. Zack. Und können da drüben dann beginnen. Die Kiste, wie geht die nochmal komplett? Vielleicht können wir die auch da drüben gleich bauen. Behalte ich mir natürlich nicht im Kopf, wie das alles funktioniert. Die da. Einmal Holz ringsrum. Holzbretter ringsrum. Bretter. Nehmen wir uns gleich ein paar Bretter mit. Da. Eichenholzbretter haben wir relativ viele. Und den Boden. Wenn wir da gerade dabei sind.
Eichenholz, Eichenholzbretter. Fichten, ja genau, machen wir mit denen hier, den Boden. Können wir den auch direkt abschließen. So, die Kiste, ja, die nehmen wir auch schon mal mit. Die Öfen noch nicht. Rüber da. Mal was essen. Um Energie aufzufüllen. Zack, und rüber. Ich überlege noch, ob ich das hier auch noch weghaue oder nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich glaube schon. Das machen wir auch irgendwann weg. Daraus werden wir irgendwann nochmal so einen Geheimeingang gesehen. Ich hatte mal bei YouTube vor längerer Zeit gesehen, dass man sowas auch als Geheimeingang machen kann. Dass man das äußerlich gar nicht sieht. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Überlegen wir uns noch. So. Wo wollen wir denn wie beginnen? Gute Frage. Gute Frage, gute Frage. Stellen wir uns erstmal hier das Ding hin. Dann haben wir es erstmal. Ja, Holzverkleidung. Kisten mit Schildern. Ich wollte ja dann Schilder. Da muss man erstmal das Prinzip der Schilder verstehen. Mal kurz gucken. Ein Schild können wir, glaube ich, schon herstellen. Irgendwas finden wir. Habe ich es übersehen? Da. So ein Stab, den haben wir natürlich nicht mitgenommen. Ich glaube, ich kenne sonst keine andere Methode. Dann brauchen wir jetzt erstmal einen Stock. Ach so, hätten wir gleich machen können. Zack, zack. Und gleich ein paar mehr. Wie war das jetzt mit dem Schild? Ding, ding, da war's, da war's. Erstmal drei, erstmal zum Probieren. Zack, zack, kann man die auch dann hier direkt reinmachen? Einfach mal, ja, Bruchsteine. Fertig. Ah, das sieht doch super aus. Wenn wir hier jedes Mal eine Kiste hinstellen. Da drüber das Schild. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Und da kommt es natürlich noch nicht hin, da macht es ja keinen Sinn. Ich mache mal kurz eine Etage höher hier. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Da sind wir ja relativ flott. War die auch gleich noch weg hier. Zack, 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 zack. Es kann schon sein, dass wir hier noch mehrmals umbauen werden. Wenn uns das nicht gefällt hier. So, machen wir das wie folgt. Hier kommt ja sowieso eine komplette Auskleidung hin. Machen wir das. Oh, na, da schießt, da müssen wir uns gleich einig werden, wie wir das machen. Hochkant oder so rum. Man kann es natürlich auch so bauen. Was sieht besser aus? Was sieht besser aus? Was sieht besser aus? Eigentlich ist egal, ne? Machen wir das so. Ding, 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 ding. So, hier würde ich jetzt sagen, kommen die, wenn man hier so reinkommt, die ersten Kisten hin. Oder ist das so weit weg? Hier so hin. Nein, ich glaube, ist okay. Die machen wir in zweiter Etage. Mal sehen, ob das funktioniert. Brauche ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Übersicht hier. In zweiter Etage. Mal sehen, ob das funktioniert. Wenn wir jetzt die Kisten nehmen. Hier aufstellen. Eins, zwei. Ah, perfekt, oder? Da drüber dann noch eine und dann kommt das Schild. Bruchsteine. Oder haben wir jetzt gerade was mit, was wir lagern können? Nee, nicht wirklich. Oder Holz, erstmal irgendwas. Dann nehmen wir erstmal die Bruchsteine. Wir versuchen das erstmal. Machen wir erstmal ein Schild hier ran. Natürlich mittig wäre viel schöner jetzt in dem Moment. Mittig wäre natürlich viel schöner. Bruchsteine. Fertig. Oder hier noch eine hin. Nein, das wäre Blödsinn. Und genau, nach oben. Dann soll das hier komplett zu sein. So. So stelle ich mir das vor, nach oben hin. Ding, ding, ding. Und dann kommen hier die nächsten. Beispielsweise Holz. Das mal kurz, damit wir eine Ausleuchtung haben hier. So, und dann sollen da die nächsten Kisten hin. Genau da rein. Zack, zack. Draußen ist, glaube ich, ein Ender zu hören. Die mögen wir mal nicht. Kann gleich wieder weg hin. Oh,
da viel eingestellt. Da muss man aufpassen, glaube ich, ne? Wenn sowas runterfällt. Zack, zack, zack. Genau, so soll das ja aussehen. Ja, genau. So, ich denke, hier machen wir einen kurzen Break. Im nächsten Video machen wir dann hier weiter. Sollen hier noch mehr Truhen hin? Vielleicht kann man auch schon mal ein bisschen vorbereiten. Oh, bedanke ich mich für das Zuschauen in diesem Video. Würde mich über einen Abonnent von euch freuen. Das würde mir sehr weiterhelfen, auch in Zukunft. Ich habe da vor, eine große Reihe Minecraft hier durchzuführen. Auch andere Spiele sollen betroffen sein. Ja, werden wir sehen, was alles noch so rauskommt. Ich habe noch viele auf dem Petto, was wir da machen könnten. Vielen Dank fürs Zusehen und man sieht sich.